mit meinem Nachmittagskäffchen. Und bevor es über die Weihnachtsfeiertage nach Hause zu meinen Eltern geht, muss ich ein bisschen Chaosbeseitigung stattfinden, weil es ist wirklich, wirklich schlimm. Falls ihr euch fragt, ach naja, so schlimm kann das ja nicht sein. Das bisschen Chaos, was man jetzt hier sieht. Let me show you. There's this pile. Some more chaos. All of this mess. Weihnachtswichtelmess. Sogar inklusive Küchenwaage, um mein Paket, was ich nach Australien geschickt habe, abzuwiegen, dass das nicht zu viel ist für die Versandkosten. Die Bilder, die an die Wand müssen. Das Bild, was an die Wand muss. Esstisch-Situation. Ein monströser Spiegel, der hier jetzt steht und einfach viel zu schwer ist. Ich weiß nicht, wie ich den jemals aus diesem Karton bekommen soll. Die Gewäsche, die schon seit längerem darauf wartet, dass sie endlich zusammengelegt wird. Sieht jetzt gar nicht mal so schlimm aus, aber naja, wirklich ordentlich ist es deswegen trotzdem nicht. Mehr Wäsche. Mehr Chaos. Und man muss dazu sagen, dass ich vor ein paar Tagen schon mal aufgeräumt habe und ich eigentlich ständig immer wieder ein bisschen aufräume. Und ich frage mich halt, ich bin eigentlich eine ordentliche Person, aber ich habe einfach, wenn ich zu viel zu tun habe, dann bin ich erstmal so, okay, das lege ich jetzt schnell hier ab, das lege ich schnell da ab, das mache ich später, dann räume ich das dann zusammen. Dann irgendwie Sachen, wo ich noch auf irgendwas warte, bevor ich die dann wegräumen kann oder wegschicken kann oder aufhängen kann, wie die Bilder. Und dann bleibt das alles einfach mal liegen, mache ich später. Und das später hatte ich gehofft, ist jetzt vielleicht heute Nachmittag, weil irgendwie würde ich das gerne mal ein bisschen sortieren, bevor ich dann am Montag zu meiner Family fahre. Eigentlich hatte ich gedacht, dass ich ins Gym gehe, aber irgendwie nervt mich das jetzt so doll, dass ich vielleicht erst morgen ins Gym gehe und hier jetzt erstmal ein bisschen klar Schiff mache, damit ich mich besser fühle, weil heute Abend will ich zu Terry zum Harry Potter Film gucken. Wisst ihr, was ich mich auch frage? Ich studiere ja jetzt noch nicht mal. Wie wird denn das bitte nächstes Jahr, wenn ich anfange, meinen Master zu machen und ja weiterhin auch arbeite und so? Ich schaff's ja jetzt noch nicht mal, mein Leben unter Kontrolle zu haben. Help me! Ich habe jetzt übrigens ein Strickset. Julika und ich haben gestern schon angefangen zu stricken. Watch me bekomme Strickmausi und bald kann ich mir sowas selber machen. Das sieht gar nicht so schwer aus, oder? Haha. Bin ich mal gespannt, was ich da cooles zaubern kann. Zaubern? Zaubern kann. Ich werde jetzt hoffentlich die Bilder aufhängen. Das ist zumindest mein Plan. Let's wish me luck. Ich höre übrigens... Oh, jetzt habe ich den Song weitergemacht. No. Oh well. Naja, ich höre auf jeden Fall Taylor Swift. Ich höre dieses Jahr echt wenig Weihnachtsmusik, weil ich lieber Taylor Swift höre. Und ich wünschte, ihr könntet mit mir hören. Aber das erlaubt GEMA leider nicht. Ich habe hier diese Klebenägel, damit ich nicht in die Wand bohren muss und auch, weil ich einfach keinen Bohrer habe und dann mein Papa nicht schon wieder herkommen muss, um in die Wand zu bohren. Und ja, dann habe ich auch weniger Stress am Ende. So, oder ist das immer noch zu weit auseinander? Ich weiß nicht. Ich gehe jetzt auf Pinterest und schaue, wie weit Bilder auseinander sind, wenn zwei Bilder über einer Couch hängen. Ist echt voll unterschiedlich, I don't know. Ich mache das jetzt einfach so, weil es sieht auf jeden Fall nicht komisch aus. Ich bin eher einfach unsicher, was halt so normal ist. Und wie mein Papa immer sagt, das guckt sich weg, wenn irgendwas nicht ganz perfekt ist. Ich weiß nicht, wie hoch ich die hängen soll. Wie sieht das aus? Was sagt ihr? So hätte ich es jetzt irgendwie vom Gefühl her gemacht. Das Gute ist, das Schlimmste, was passiert ist, wenn es nicht ganz mittig ist, dass ich einfach die Couch schon ein bisschen verschiebe. Allerdings muss ich es auf eine Höhe bekommen. Das ist wichtig. Ich habe mir jetzt eine Wasserwaage auf mein Handy geladen. Es gibt so eine Wasserwaagen-App. Im App Store und I'll try. Das ist irgendwie ein bisschen komisch. Gefühlt ist die Wasserwaage so ungenau,
Wie mein Augenlicht. Also, da kann ich auch nach Augenmaß machen. Ich war jetzt schlau genug, einfach die Höhe von Boden aus abzumessen. Hätte ich auch vorher drauf kommen können. Mal hier hingestellt. Ich finde das so schön. Ich liebe diese Farben einfach. Ich weiß noch nicht, ob das da stehen bleibt, weil eigentlich hatte ich mal angefangen, hier meine Handtücher hinzulegen, aber irgendwie finde ich es auch ganz cute. Ich weiß halt nicht, sind das dann zu viele Bilder, weil ich halt da Bilder habe und dann da auch noch eins, aber I don't know. Hier ist bisher halt auch noch nichts, aber dafür will ich Leinwände bemalen und hier für diese Wand da hinten will ich noch einen Schrank hinstellen. Da habe ich jetzt auch schon mal ein bisschen recherchiert. Eventuell bestelle ich den auch demnächst. Mal schauen. Ich kann euch die Sachen hier mal kurz zeigen, die ich in mind hatte, noch zu bestellen als zusätzlichen Stauraum. Einmal halt für das Schlafzimmer. Mal sehen, ob ich den Screenshot jetzt auf die Schnelle finde. So ein Metallschrank finde ich mega cool. Sieht man das? Ja. In so einem Pastellgrün von Sklum. Da habe ich halt solche Reviews bekommen. Also voll viele sind zufrieden und voll viele sagen, der Customer Service ist schlecht, wenn halt irgendwas damit ist. Und als Bücherregal habe ich das hier geplant. Das ist nur wie so ein Bücherturm, also nur so ein Metallding, wo man dann die Bücher so stapeln kann. Wo theoretisch, wenn man genug Bücher hat, man eigentlich fast gar nicht sieht, dass das ein richtiges Regal ist. Und das finde ich irgendwie voll cool. Ja, und das sind halt zwei Sachen, die noch ein bisschen fehlen hier. Ist nicht so überzeugt. Sie ist ein bisschen random. Ich finde, das und das passen nicht super gut rein. Aber nur die drei? Weiß ich nicht. Und das habe ich noch geplant für hier neben dem Regal. Nach langem, langem Suchen habe ich ja jetzt endlich einige Poster gefunden, die mir richtig gut gefallen, die ich in meiner Wohnung verteilt habe. Und wenn ihr ähnliche Poster oder dieselben sucht, habe ich euch mal meine verlinkt. Ich habe einige bei Etsy bestellt und einige bei Desenio. Genauso wie auch die Bilderrahmen, die sind auch von Desenio, die im Wohnzimmer hängen. Und die findet ihr alle verlinkt auf meiner Links-Page, wenn ihr auf meinem Blog geht, mind-wanderer.de. Dann findet ihr dort oben rechts den Reiter Links und dort kommt ihr auf meine Links-Page, wo super viele Sachen verlinkt sind. Da findet ihr auch meine anderen Möbel, Couch, Lampen, alles mögliche verlinkt, wonach ihr mich oft fragt. Also schaut da super gerne mal vorbei. Abends war ich dann bei Terry. Wir haben Kartoffelauflauf gemacht. Das war richtig, richtig lecker. Ich muss viel öfter Aufläufe machen. Es war so gut. Und dann haben wir noch den letzten Teil von Harry Potter geschaut. Frühstück, YouTube schauen und dann gibt's weiter Chaosbeseitigung. Ich muss zu meiner Verteidigung dazu sagen, der einzige Grund, warum es so lange dauert, bis dieses Chaos verschwindet, ich habe ja gestern schon daran gearbeitet, ist, dass ich halt irgendwie die Bilder anhänge. Klar, wenn ich nur die Bilder zur Seite stellen würde, würde es schneller gehen, aber ich hoffe, dass wirklich jetzt hier mal richtig Klarschiff reinkommt. Das ist zumindest der Plan. Thank you.
verabredet für ein bisschen bummeln und was essen, Kaffee trinken. We don't know yet. Und mein Nagel ist irgendwie abgebrochen. Nein, ihr seid irgendwie auch ein bisschen komisch. Und auf jeden Fall ist meine Wohnung jetzt wieder um einiges sauberer. Ich meine, das ist noch nicht alles so an einem Platz. Und ich finde das krass, weil ich wohne jetzt schon 7 Monate, 8 Monate in dieser Wohnung. Und trotzdem hat irgendwie noch nicht alles so seinen Platz. Und eigentlich brauche ich auch irgendwie noch eine Kommode oder sowas im Schlafzimmer für noch ein paar extra, ein bisschen extra Space. Oder ein Bücherregal, damit die Bücher nicht auf dem Boden liegen. Halt solche Sachen, glaube ich, machen auch noch ein bisschen was aus, damit es weniger kramig ist. Und ja, wenn dann irgendwie Sachen wissen, wo sie hingehören. Oder ich weiß, wo Sachen hingehören. Weil bisher gibt es ein paar Sachen, die ich irgendwie mal von einer Seite in die andere räume, die aber nicht so einen richtigen festen Platz haben. Naja. Aber zumindest ist es jetzt wieder so, dass man hier auf den Boden treten kann. Und das ist ja schon mal gut. Meine Haut ist irgendwie auch gerade wieder sehr unhappy. Aber was soll ich sagen? I'm not surprised anymore. Morgen kommt Terry nochmal irgendwie vorbei. Wir haben noch gar nicht abgemacht, wann. Jetzt muss ich sie mal fragen, wann sie passt. Um mir zu helfen mit meinem Spiegel. Ich habe bei West Wing diesen Spiegel gekauft, den ich schon seit wirklich, eigentlich seit ich in dieser, schon immer wusste ich, dass ich irgendwann mal diesen Spiegel besitzen werde. Das ist halt so ein großer Spiegel, ein Ganzkörperspiegel, der oben so abgerundet ist. Mit so einem ganz schmalen Rahmen. Und ich habe jetzt wirklich monatelang auf Kleinanzeigen geschaut und der war da einfach nie. Oder wenn, dann nur mit schwarzem Rahmen und das wollte ich nicht. Und naja, jetzt habe ich mir den von meinen Eltern zu Weihnachten / zum Geburtstag gewünscht, weil er halt auch relativ teuer ist. Zu beiden zusammen. Das habe ich schon immer so gemacht. Immer wenn ich irgendwie was etwas Teureres habe. Für mein Geburtstag ist ja im Februar, ist ja nicht so lange hin. Und dann kriege ich das immer zum Geburtstag und zu Weihnachten zusammen. Was ganz praktisch ist. Ja, auf jeden Fall kommt Terry dann morgen nochmal vorbei und hilft mir, den auszupacken. Weil er ist so schwer und halt riesig und unhandlich, dieses Paket, dass ich das nicht alleine schaffe. Und deswegen, ja, hat sie angeboten, mir dann zu helfen. Dieses Rouge muss echt mit Vorsicht genossen werden. Das hat so eine schöne Farbe, aber das ist so krass hochpigmentiert, dass man da echt nicht so reindutschen darf wie mit so anderem Make-up, wo man irgendwie mehr Produkt braucht. Das ist so ein Blush von Raffi in der Farbe Malaya. Ein Cream Blush. Finde ich super schön. Sieht man im Licht jetzt wahrscheinlich gar nicht so wirklich. Good morning, happy Sunday. Ich habe gestern Abend noch so lange gelesen und auch im Handy gechillt. Und da war ich irgendwie noch nicht müde. Ich habe irgendwie 5, 6 Kapitel von meinem Buch The Seven Husbands noch zu Ende gelesen. Heute ist ja wieder Sonntag und wir treffen uns mit dem Buchclub und da hatte ich noch ein paar letzte Kapitel vor mir. Und ja, das Buch ist echt gut. Ich mag das voll gerne. Ich mag den Schreibstil auch richtig gerne. Ich lese das ja auf Englisch. Und dann habe ich gestern auch sehr viele Cleaning-Videos geschaut auf Instagram Reels. Und das war irgendwie satisfying. Ich sollte auch mehr so Cleaning-Reels machen. Das ist irgendwie sehr satisfying und sehr motivierend. Aber ich habe dann gestern in der Nacht nicht noch geputzt. ich mache mich jetzt mal im Bad fertig und versuche mal ein bisschen wach zu werden. Enjoying my Sunday coffee. Watching TikToks von Emily Kieser. Die ist echt so eine meiner liebsten Creatorinnen. Auf TikTok sowieso, weil da folge ich fast niemand anderem. Und die macht immer so richtig lange Vlogs auf TikTok. Also wie die Daily Vlogs, die ich in letzter Zeit dann wieder mal auf Instagram gepostet habe, weil ich das irgendwie mega cool finde und bei ihr richtig gerne schaue. Halt wie so kurze Vlogs. Ich glaube, die sind immer so
5-6 Minuten kann man ja auf TikTok Videos posten. Also das ist so ein bisschen mein teilweise YouTube schauen, weil die leider kein YouTube macht, was ich voll gerne mag. Und ich hatte auch gerade schon gefrühstückt, Brötchen mit Käse. So, we're not surprised. Und werde jetzt noch ein bisschen chillen und ein bisschen verdauen. Und mich dann auch ins Gym machen und fertig machen fürs Gym. Weil ich schon Mittwoch wollte ich eigentlich Beine trainieren. Da war ich aber nicht so in the mood. Und habe dann nur so ein bisschen, bin dann nur so ein bisschen auf dem Laufband und habe mich gestretcht, weil ich irgendwie nicht so Energie hatte. Donnerstag war ich beim Yoga. Freitag wollte ich dann das eigentliche Mittwochtraining für Legs machen. Da, weiß ich nicht mehr, da hatte ich dann so viel zu tun. Samstag habe ich es tatsächlich nicht mehr geschafft, weil meine Verabredung dann schon früher konnte. Und heute ist Sonntag. Also das Training für Mittwoch schaffen wir dann heute endlich mal. Schon cute mit den Bildern jetzt im Hintergrund. I like a lot. Terry meinte, dass sie findet, dass die zu tief hängen. Und ich habe auch auf Pinterest gesehen, dass viele Leute die eher ein Stück weiter weg haben. Aber ich finde das irgendwie schön so. I don't know. I like. It is time to get my ass up and go to the gym. Meine Haare sind einfach, kennt ihr das, wenn die so fettig sind und voller Trockenshampoo? Und deswegen so richtig fest anfühlen. Das ist so eklig. Und ich werde die nachher im Gym auf jeden Fall waschen. Ist schon lange überfällig auf jeden Fall. Aber naja, fürs Gym reicht das nochmal. Und die sehen halt nicht fettig aus durch das Trockenshampoo. Also naja, die sehen schon fettig aus, aber nicht so krass fettig, wie sie eigentlich sind. Ich habe gerade meinen Flug zurück nach Hause gebucht von... Also ich glaube, das habe ich schon mal erzählt, dass ich mit meinen Eltern nach Malaysien, wenn ich auf Deutsch rede, fliege im Februar. Für 2,5 Wochen sind das, glaube ich. Das hatten wir schon mal zu Corona-Zeiten geplant und dann wurde die Reise aber gecancelt, obviously. Und jetzt ja, wollten meine Eltern das nachholen und mein Bruder kommt da auch mit. Das machen wir, wie gesagt, im Februar. Und weil ich dann ja schon mal in Asien bin, habe ich gesagt, bucht mir keinen Rückflug. I'm gonna stay. Und ich fliege dann nochmal weiter nach Bali. Um da einfach, ich war ja schon mal auf Bali, da einfach nicht so den Druck zu haben, super viel angucken zu müssen und so touristy zu sein. Ihr wisst, ich liebe es zu reisen, wenn ich einfach nur vor Ort lebe und enjoy. Und mich schon so ein bisschen homey zu fühlen. Vor allem, nachdem ich ja dann schon in Malaysia so touristy Stuff gemacht habe. Und genau, da mache ich noch ein bisschen Bali, bevor es dann im März zurückgeht nach Deutschland. Und dann ist da hoffentlich auch schon Frühling und dann entkomme ich dem kalten, ekligen Februar ein bisschen. Und jetzt habe ich gerade meinen Flug zurückgebucht am 16. März. Genau. Did that work? I don't know. Well, wenn man ins Gym geht, um dort Haare zu waschen, ist es echt, als würde man umziehen. Ich habe so viel Zeug dabei. Flipflops, Shampoo, Conditioner, Handtuch, Haarhandtuch, frische Klamotten, frische Unterwäsche. Meine Gymschuhe brauche ich ja auch noch. Eine Trinkflasche. Trinkflasche. Sehr wichtig, hätte ich fast vergessen. Ich weiß gar nicht, was da noch alles drin ist. Auf jeden Fall ist es ein Federbeutel. Und ich hoffe mal, dass es im Gym nicht so krass voll ist. Sonntagmittag. Könnte natürlich Peak sein für alle Leute, die irgendwie lange geschlafen haben. So wie ich. Und dann jetzt endlich mal irgendwie sich aufraffen zu gehen. Naja. Mütze nehme ich mit, damit ich nachher mit, naja, nicht nassen Haaren, aber halt nicht ganz trockenen Haaren nicht mich erkälte. Und dann geht's los! Thank you.
findest du eigentlich meine Bilder? Ach, du hast ja auch schon im Snap gesehen. Ja, aber happy gegen welches? Ich habe Cheesecake von Cheesecake Heaven gekauft. Einmal Lotus Cheesecake und einmal Brownie Cheesecake. Similar. So. Die sind auch übelst riesig. Ja, es ist wirklich krass. Wie viel hat ein Stück gekostet? 4,70 Euro. Auch nicht wenig. Okay. Ja. There she is! Merry Christmas! Looking good. Yes. Wohnzimmer dann so von der Seite zu sehen. I need to spend time in the dorm to establish myself as queen. It's not Constance Blair. It's a lot. I don't want to be queen. For what it's worth, I choose you. Where is she buried? And who am I? That's a secret I'll never tell. You know you love me. XOXO. Gossip. Das war ein schöner Sonntagnachmittag mit Terry und ich bin irgendwie so fertig. Ich weiß nicht, warum ich so fertig bin. Wahrscheinlich, weil ich gestern Abend erst um 1 irgendwann Licht ausgemacht habe und dann, glaube ich, auch nicht gleich eingeschlafen bin, weil ich nicht gleich einschlafen konnte. Ich habe auf jeden Fall Hunger, obwohl wir vorhin das fette Stück Kuchen gegessen haben. Ist aber noch ein mini bisschen über. Das kann ich nachher noch snacken, aber ich will mir jetzt erstmal was zu essen machen, was Richtiges. Ich habe nach dem Gym aber auch noch was gegessen. Was Herzhaftes. Ja, auf jeden Fall will ich mir jetzt Dinner machen. Und dann will ich eigentlich hier noch ein bisschen was schaffen. Weil morgen will ich ja schon nach Hause fahren. Und bis dahin muss ich noch ein paar Sachen machen. Und Leute, ich finde, hier hat sich voll viel getan. Ich habe jetzt Bilder. Hier ist es wieder ordentlich einigermaßen. Und ich habe jetzt einen Spiegel. Ich finde, der macht echt richtig viel. Und ich habe mir vorgenommen, über die Weihnachtstage mir auch nochmal genauer zu überlegen, was ich jetzt noch für restliche Möbel, zum Beispiel ein Bücherregal, brauche und haben möchte. Und das dann auch zu bestellen, damit ja im neuen Jahr die Wohnung noch mehr Gestalt annimmt. Es hatte irgendwie in den letzten Wochen nämlich nicht so dolle Priorität und das will ich jetzt aber mal wieder angehen und vervollständigen. Erst dachte ich, oh mein Gott, mein Kühlschrank ist so leer, ich weiß gar nicht, was ich mir noch zu essen machen soll. Und jetzt habe ich einfach so eine volle Pfanne. Ich habe viel zu viele Nudeln gekocht. Und jetzt habe ich hier versucht, die Soße noch so ein bisschen zu verlängern, damit diese Scheißnudeln auch noch was schmecken. I don't know, ob das etwas geworden ist. Sehr random. Mit Hefeflocken und körnigem Frischkäse und Pesto und Brokkoli. Und so Tofu-Würfeln. Und noch so ein mini bisschen tiefgefrorenes veganes Chicken. Sehr, sehr random. I am cold. Ich werde mir gleich erstmal eine Wärmflasche machen und die mit ins Bildchen nehmen. Und dann werde ich noch ein bisschen lesen, damit ich dann so müde bin, dass mir hoffentlich ganz direkt die Augen zufallen. So ist der Plan. Obwohl ich auch jetzt schon relativ müde bin. Und irgendwie ein bisschen... Ich habe es ja schon 100 Mal gesagt, dass ich heute irgendwie ein bisschen fertig bin. Aber tomorrow is another day. Ich habe heute früh nicht meine Skincare gemacht. Weil, also nur mein Gesicht gewaschen mit Wasser und eingecremt, aber halt nicht richtig gereinigt und nicht richtig, you know. Weil ich dachte, okay, ich gehe ins Gym und dann will ich das nach dem Gym lieber machen, weil dann bin ich aus dem Gym sweaty und so und dann mache ich das lieber dann, logisch. Nach dem Gym hatte ich es aber im Gym ja nicht dabei, als ich meine Haare gewaschen habe. Und hier zu Hause habe ich es dann vergessen, weil dann Terry gekommen ist. Und jetzt ist es schon abends. Und jetzt habe ich immer noch so ein... Eigentlich fühle ich mich nicht sweaty, aber... Hoffentlich ist meine Haut nicht mad about that. Und hart, vor allem am Kinn. Ich glaube, die stört das, dass ich immer einen Schal trage, der hier so dran rumrubbelt. Meine Haut ist sehr empfindlich, was so Reibung angeht. Und dann, naja, meine Haut ist generell annoying. But that's fine. I'll do skincare now. Good morning in the morning. Ich bin vor ein paar Minuten aufgewacht und wisst ihr was? Heute war es mal wieder richtig dunkel früh. Aber am 21. Dezember ist ja Wintersonnenwende. Und das bedeutet, dass es dann wieder aufwärts geht mit der Dunkelheit. Und es immer wieder mehr Helligkeit gibt am Tag. Was immer sehr angenehm ist. Also dauert natürlich eine Weile, bis man davon was merkt. Aber immerhin
geht's ab nächste Woche schon wieder in die andere Richtung. Und das freut mich sehr. Weil ich stehe ja jetzt immer schon echt spät auf. Und trotzdem ist es halt noch so düster draußen. Also nicht mehr ganz dunkel, aber halt noch so dämmerig. Und das ist echt krass. Ich weiß noch, als ich in Norwegen gewohnt habe, war das ja noch extremer. Und da hat sich das wirklich angefühlt, wenn wir in der Uni saßen teilweise, zur ersten Stunde, dass wir anderthalb Stunden mitten in der Nacht Uni haben, weil es halt erst so nach unserer ersten Vorlesung so angefangen hat zu dämmern und heller zu werden. Halt so, ich glaube halb zehn, um zehn ist da dann erst die Sonne aufgegangen, soweit ich mich erinnere. Naja, das war irgendwie krass. Aber man muss sagen, also ja, das war natürlich krass, aber ich fand es da trotzdem irgendwie angenehmer. Weil erstens hatte, also vom Winter her angenehmer, weil erstens hatte man Schnee. Und in Lillehammer, wo ich war, hat auch krass viel die Sonne geschienen. Also ich glaube, es kommt natürlich auch sehr drauf an, wo man in Norwegen ist, aber zumindest da, wo ich war, hat extrem oft und viel die Sonne geschienen. Was soll man im Dorf machen? Ich war vor einer Weile der Mama bei einer Hautärztin. Und die hat mir so eine Creme verschrieben und die mache ich jetzt immer nach der Reinigung drauf. Also ich mache jetzt Reinigung mit so einem, das hat sie mir auch empfohlen, ganz sanften Waschgel. Dann diese Creme, die sie mir verschrieben hat. Dann als Gesichtscreme, weil die finde ich nicht reichhaltig genug. Noch diese von No Cosmetics. Die soll auch sehr, sehr gut sein. So als, keine Ahnung. Ich folge X Skincare und der empfiehlt immer sehr viele gute Hautpflegeprodukte. Und warum und keine Ahnung, der hat davon viel Ahnung. Und dann Sunscreen. Und ich mache das morgens und abends genau gleich, nur dass ich halt abends keine Sonnencreme benutze. Obviously. Mein Frühstück fällt halt sehr spartanisch aus. Ich habe nicht mal mehr Käse gehabt und nicht mal mehr genug Aufstrich, um beide Brötchenhälften zu füllen. Deswegen habe ich hier jetzt Butter und Kräutersalz. Hier noch ein bisschen Paprika-Cashew-Aufstrich. Und es ist auf jeden Fall gut, dass ich nachher zu einem vollen Frühstück nach Hause komme. Zu einem vollen Kühlschrank nach Hause komme. Dann ist glaube ich, der zweite ist Montag. Guten Morgen von zu Hause, von meinen Eltern. Ich bin in der Heimat angekommen und ich habe gestern Abend natürlich vergessen, dann noch zu vloggen. War dann auch ein bisschen spät und mein Papa hatte ja Geburtstag. Und da war meine ganze Family da. Das war richtig schön. Meine Großeltern und meine anderen Großeltern. Und wir haben schon gegessen und gequatscht. Und Leni lag hier so süß auf dem Klavierhocker. Ja, bin ich zu Hause. Leni ist aber noch nicht aufgewacht, also kann ich sie noch nicht begrüßen mit euch. Die schläft nämlich in der Nacht meistens bei uns in der Sauna. Und ich bin irgendwie auch noch ein bisschen... Mir ist es noch so dunkel. Naja. Auf jeden Fall ist es schön hier zu sein. Ich zeige euch mal die cute Weihnachtsdeko, die meine Mama hat. Natürlich auch die guten Susträne-Gräne Bäumchen. Ich habe sie auch einfach einen kleinen Brief für unsere Postfrau gemacht. Wie süß ist das bitte? Oh mein Gott. Das ist so süß, dass ich das gesehen habe. Und dann haben wir hier im Eingang diesen Ast einfach in die Lampe gehängt mit solchen Bimmeln. Ich glaube, die sind auch von Susträne, aber ich weiß es nicht genau. Vielleicht sind die auch von H&M Home oder so. Obwohl, das haben wir eigentlich gar nicht in Magdeburg, deswegen, I don't know. Aber es hat jetzt halt neu in Susträne aufgemacht hier. Und weil ich damit ja so obsessed bin, ist meine Mama da natürlich auch direkt hin und ist jetzt auch Susträne obsessed. Gut, dass es den jetzt in Magdeburg auch gibt. Hier hängt mein Weihnachtsstern, den ich letztes Jahr selber gebastelt habe. Und hier steht unser Bäumchen. Unser kleines Bäumchen steht bisher noch draußen. Das holen wir dann immer erst ein paar Tage vorher rein, damit er noch schön frisch und grün ist. Ich will mir jetzt irgendwas Nices zum Frühstück machen, aber ich weiß noch nicht genau was. Ich muss jetzt erstmal hier den Kühlschrank und die Vorratsschränke durchforsten, was es so Leckeres gibt. Ich mache jetzt Baked Oats. Tada! Ein Mango,
Kokos Schoko Baked Oatmeal. Schaut euch mal diese kleine Maus an. Da hängen die Beinchen schon runter. Sie schläft auch so mit halb offenen Augen. Oh, ups, jetzt bin ich fast umgefallen. Guckt euch diese kleinen süßen Pfötchen an. Diese süßen, süßen kleinen Beans. Oh, gorgeous. Bisschen dreckig, Mausi. Deine Nägel müssen mal geputzt werden. Oh Mann, bist du süß, du kleiner Pupsi-Pups. Oh, big stretch. Ja. Schläfst du schön, wenn ich hier bei dir bin? Keine Sorge, es ist nicht mitten in der Nacht. Es ist 14:30, 15 Uhr, ich weiß es gar nicht genau. 14:14 Uhr. Und ich habe Licht an, als wäre es mitten in der Nacht. Aber okay. Ich denke, ich werde jetzt diesen Vlog beenden. Ich glaube, ich habe schon voll viel gevloggt. Und vergesst nicht zu abonnieren, sowieso. Und unten zu kommentieren einen Weihnachts-Emoji. Oder einen Katzen-Emoji. Lass uns einen Katzen-Emoji nehmen. Dass ich sehe, dass ihr bis zum Ende dabei wart. Und dann sehen wir uns ganz bald wieder, ihr Lieben. Definitiv noch vor dem neuen Jahr. Aber ich weiß nicht genau, ob ich über die Weihnachtsfeiertage... Wie gesagt, I'm not quite sure yet. Aber ich hoffe, euch hat der Vlog gefallen. Und bis bald.